nur zu, meine Kerle. Ich weiß, wie wir die Leute von Rechtsextremismus in der Gaming-Kultur überzeugen können, auch wenn wir keinerlei Beweise haben. Aha. Es ist das Totschlagargument, was auf keinen Fall backfeiern wird. Ich präsentiere Minecraft Hitler. Leute, Beste, gestern Abend kriegen wir eine E-Mail und sehen dieses Thumbnail. Oh, guckt es euch an. Ich meine, was ist das für ein geniales Thumbnail? Das ist Kunst. Und es fängt auch gleich gut an mit Minecraft Hitler. Ja, Leute, er ist zurück in Minecraft-Form. Warte, worum geht es in diesem Video? Wie Rechte die Gaming-Kultur unterwandern? Achso, und deshalb zeigen sie ein Video von einem 1420-Abonnenten-Kanal, wo ein wahrscheinlich kleiner Junge Celebrity Plays Minecraft-Videos macht. Er hat ein Video mit Batman, Iron Man, Donald Trump, halt die typischen Celebrities. Sie haben aber natürlich das mit Minecraft Hitler rausgepickt, was im Endeffekt ein edgy Video ist von irgendeinem Jungen, wo er Audiospuren von Der Untergang zusammengeschnitten hat, à la Hitler Plays Minecraft, wo es übrigens sehr viele Videos dieser Art gibt. Es gibt sehr viele Compilations mit Der Untergang. Aber ich glaube, das Video ist nicht so schlimm, wie sie darstellen. Schließlich hat Music for Kids mit 1 Million Abonnenten kommentiert: Good video! Und ja, ernsthaft, das ist nur so ein Kind, was ein Minecraft-Video gemacht hat. Das sind keine Rechtsextremen. Aber warum schicken eigentlich die Macher dieses Videos den Link per E-Mail? Nun, sie haben uns mehrfach nach einem Interview für dieses Video gefragt. Auf jeden erdenklich seriösen Weg. Wie zum Beispiel den Instagram-Account meiner Freundin. Und meiner Freundin. Wow, much serious, very professional. Wow. Ach, was sehe ich da? Wer ist der Teil der Redaktion? Patrick? Er ist ja überhaupt nicht verdächtig. Noch nie gehört. Zur Info, Frontal Unterstrich ist die Bastard-Tochter von Frontal 21. Und die sind dafür bekannt, dass sie Leute zu Interviews einladen, die dann aber aus dem Kontext schneiden, um die Leute schlecht dastehen zu lassen. Und deswegen empfehle ich jeden, keine Interviews mit diesen Leuten zu machen. Und Frontal 21 sind auch die Leute, die damals diese unglaublich schlechten Killerspielreportagen gemacht haben. Und die können es einfach nicht lassen. Die fucking Games. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Oder wie sie selber sagen: Games, Terror und Rechte. Irgendwas scheint ja dran zu sein. Genau, wenn wir es oft genug wiederholen, glauben es die Leute ja vielleicht. Kennt ihr die Geschichte von dem Jungen, der immer Wolf schreit? Also ich kenn's auch nur aus den Simpsons, aber. Warum haben sie uns überhaupt angefragt? Ich meine, wir sind keine Experten für Rechtsextremismus. Aber ich kann euch mal was Offensichtliches erklären. Rechte profilieren sich gerne mit linker Problematisierung nach dem Motto: Echt, die bösen Linken, habt ihr gehört? Die wollen James Bond in eine schwarze Lesbe verwandeln. Wir machen das nicht, ne? Wir sind die Coolen. Die Linken, die wollen euch auch die Videospiele wegnehmen. Die wollen die alle irgendwie in schwarz-schwule Waschbären-Transbären verwandeln, keine Ahnung. Aber wir sind die Coolen, wir lieben Videospiele. Wir zocken den ganzen Tag Call of Battlefield und Cybertrunk 69 und Craft Terraria. Yay, Videospiele! Da wäre es ja echt dumm, wenn es da so eine Doku gäbe, die einfach völlig unbegründet Videospiele problematisiert und eine komplette Community unter Generalverdacht stellt, dann aber wirklich Rechtsextreme einlädt und ihnen die Möglichkeit gibt, sich als geschillte, relaxte Dudes darzustellen, die da so ein lustiges, hippes Videospiel gemacht haben, als lustiger Scherz. Da am besten erwähnt man auch vorher, dass die das bewusst machen und dass die bewusst negative Aufmerksamkeit haben wollen, um halt Aufmerksamkeit zu haben. Das ist ja fast so, als wärt ihr Marionetten von den Rechtsextremen. Aber jetzt mal ernsthaft, warum sehe ich immer wieder dieselben Lappen in diesen Dokus? Diese Leute wissen, dass sie von diesen Dokus und den Interviews profitieren. Deswegen machen sie da mit. Ihr habt euch ausnutzen lassen. Aber okay, es geht ja darum, wie Rechte die Gaming-Kultur unterwandern. Ich meine, es gibt gar keine einheitliche Gaming-Kultur. Das wäre ja so, als würde man behaupten, es gäbe eine einheitliche Musikkultur. Aber mal sehen, was ihr dafür Beweise habt. Steam-Gruppen, die so relevant sind, dass wir sie vor lauter Relevanz kaum finden konnten, weil die sind nicht im Community-Hub und keine Ahnung, wie man die überhaupt macht. Wer benutzt die überhaupt? Auf jeden Fall zeigen sie dann ein paar davon und da hat man ein bisschen gemerkt, dass sie auch Probleme hatten, welche zu finden. Deutschland, German Gamer Community. Die haben überall die Deutschlandflagge drauf. Wird schon keiner hinterfragen, ob das wirklich rechtsextreme Gruppen sind. Außer wir. Wir sind uns nämlich ziemlich sicher, dass es keine rechtsextremen Gruppen sind. Auch so Gruppen einzublenden wie Anti-Communist Action mit 7 Mitgliedern, das, Aber gut, es sind schon mal 7 Leute, die wir nicht auf unseren kommunistischen Minecraft-Server lassen. Wir haben im selben Zug bei unserer Recherche auch mal ein bisschen geschaut, aber das meiste, was wir gefunden haben, waren einfach nur Roleplay-Communities und es gab vor allen Dingen mehr Antifa-Gruppen als irgendwelche rechte Gruppen. Aber ja, es gibt rechte Gruppen auf Steam. Aber anscheinend nicht genug, um einen lächerlichen 13 Zoll Laptop-Bildschirm zu füllen. Entschuldigung, er ist klein. Das musste ich erwähnen. Sie zeigen dann auch ein paar problematische Namen. Und zwar genau 2 Stück. Da ist nämlich ein paar. Der eine, den wollen wir nicht unbedingt einblenden, der ist schon ein bisschen problematisch. Aber der andere ist
Kebab-Remover. Ja, ich verstehe die Assoziation, die ihr da gemacht habt, aber man muss auch bedenken, dass Gamer-Tags nicht immer unbedingt 100% ernst gemeint sind. Die sind und oft sehr merkwürdig. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein Typ, der Kebabs mag und sie frisst. So ein Name ist auf jeden Fall nicht genug, um jemanden Rechtsextremismus vorzuwerfen. Dann gehen sie noch darauf ein, dass sich viele auf Steam Breivik nennen und problematisieren, dass Steam nichts dagegen tut. Auf Steam finden wir Seiten, auf denen er verehrt wird. Für die Betreiber von Steam ist das offenbar kein Problem. Wir sind alle Breivik-Accounts durchgegangen, da draufgeklickt und geschaut. Zwei davon sind vermutlich Trolle, die sich bewusst so genannt haben. Und die ganzen anderen? Ich glaube, die heißen einfach so. Das ist nämlich ein ganz normaler Name. Und was soll Steam eurer Meinung nach da machen? Die können ja nicht einfach so aufgrund wilder Anschuldigungen, so wie ihr das macht, irgendwelche Accounts oder Gruppen löschen. Und zu sagen, dass Steam allgemein nichts macht, ist falsch. Denn zum Beispiel dieses Spiel, wofür ihr so großzügig Werbung macht, das haben die runtergenommen. Schöne Klatsche gegeben, das ist weggeflogen von die Decke und so. Und was man generell in der ganzen Dokumentation merkt, ist, ihr zockt nicht selbst und es trieft überall durch. Denn bitte erklärt uns doch einfach mal, wie diese ganze Radikalisierung funktioniert. Wie sollen wir uns das vorstellen? Da spielen wir eine Runde Overwatch und dann kommt auf einmal Minecraft-Hitler vorbei. Guten Tag, meine Kinder. Wollt ihr ein paar Süßigkeiten und ein bisschen Nazi-Propaganda? Und Headshots. Ah, und Headshots habe ich. Ich spiele den ganzen Tag Overwatch. Mein Lieblingscharakter ist Tracer. Warte mal, die ist lesbisch. Shit! Wie bitte stellt ihr euch das vor? Klar, Rechte nutzen Games, um sich als hip und cool darzustellen. Alle Gaming-Communities, die wir verfolgen, sei es auf Reddit oder anderswo, sind nicht politisch. Wenn da irgendjemand was Politisches postet, wird es meistens gelöscht oder gedownvotet oder verschwindet jetzt im Sumpf. Das ist ja so, als würdest du sagen, yo, es gibt Rechtsrock, deswegen solltest du lieber nicht zu Rock im Park gehen, weil es könnte ja passieren, dass du irgendwas davon hörst. Die hören da ja nämlich auch überall Rockmusik. Das ist voll gefährlich. Nicht, dass du bekehrt wirst, mein Kind. Auch super lustig, Gamergate. Okay, das kommt falsch. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung über Gamergate. Ich habe es ein paar Mal versucht durchzulesen, was da jetzt eigentlich passiert ist, weil es viele erwähnen, aber irgendwie war es mir zu viel Text. Ein Glück erklären sie es uns jetzt. In GTA. Also sie stellen es dar und es ist eine der merkwürdigsten Sachen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also sie sagen quasi, Männer waren pissed, dass Frauen auch zocken wollen und ein Teil der Community werden. Deswegen fingen sie wahllos an, auf sie einzuschlagen. Das fanden Rechte super cool und haben die cringy umarmt. Und das ist der Ursprung der Alt-Right in Amerika. Und was? Das haben die wirklich gesagt. Die amerikanische Alt-Right entsteht. Gamerinnen sind der Grund für die Alt-Right in den USA. Und da sagen die Leute, Frauen dürfen auch zocken, ne? Fängt an mit einer harmlosen Runde Mario Kart. Was ist das Ergebnis? Rechtsextremismus in den USA. Minecraft sieht süß und lustig aus. Ich will's auch mal probieren. Boom! Minecraft Hitler! Ladies, das haben wir davon! Dankeschön! Ha? Es ist so ein erbärmlicher Versuch, Gaming zu problematisieren. Sie haben keine Beweise und die Experten, die sie interviewen, stimmen ihnen nicht mal zu. Die sagen selbst, Gaming-Kultur hat kein Nazi-Problem. Gaming-Kultur hat kein Nazi-Problem. Gaming-Kultur ist grundsätzlich nicht anfälliger für rechtsextreme Strömungen wie andere Kulturen. Sondern dass es einfach höchstens Subkulturen gibt, wo halt dann irgendwie das ein bisschen verstärkter ist. Und als Beweis gibt es Montana Black, der irgendwas Dummes gesagt hat gegen Frauen, weil wenn der Gamer ist, dann müssen die Gamer ja richtig schlimm sein. Ey, Leute, Montana Black ist kein Gamer, der zockt FIFA. Cringe. Die Streamerin, die sie interviewen, stimmt ihnen auch nicht zu, ist offensichtlich genervt von diesem Thema und hat jetzt auch keine krassen Erfahrungen mit Rechtsextremen in Spielen. So, Trolle. Ich hatte da auch mal so einen Typen, der hatte einen echt merkwürdigen Namen, Wald von Elvin, so ein Level-1-Typ, so. Da, puh. Der war gebannt recht schnell, weil das passiert. Die Erfahrung, die sie aber hat, ist Hater. Entweder Typen, die ankommen, Alter, du kannst doch nicht die Pro-Line in Dauerfeuer benutzen, Mann, du musst den Burst-Modus benutzen, der ist viel präziser und hat viel mehr DPS, Mann, Alter, bist du ein Kack-Noob. Wer kennt's nicht, ne? Leute, die das Spiel besser spielen als du. Hat man? Das war nur konstruktive Kritik, Rick. Statistisch gesehen ist die Prowler im Burst-Modus besser. Und natürlich Sexisten, also Typen, die ankommen. Frauen gehören in die Waschmaschine. Die gehören gekocht. Es ist so ein Thema, was wir immer nur so aus zweiter Hand mitkriegen. Aber ja, es gibt immer noch Sexisten, die der Meinung sind, Frauen dürfen nicht zocken und beleidigen. Und das ist verständlich nicht cool. Meine Erfahrung ist, dass sie meistens sich damit unbeliebt machen und sehr viel Widerspruch kriegen. Aber ich glaube, es wird besser. Aber generell muss man sagen, nur weil jemand Sexist ist, heißt das nicht, dass er ein Rechtsextremer ist, der versucht, die Gaming-Kultur zu unterwandern, um Leute zu radikalisieren. Nein? Naja, manche Menschen sind einfach nur Arschlöcher. Und ihr sagt selber. Keine wissenschaftliche Studie konnte
Fortschritte belegen, dass solche Spiele allein zu Gewalt im echten Leben führen. Das untermalt ihr mit Gaming-Aufnahmen von GTA, wo ihr wahllos auf NPCs ballert. Seid ihr 12 oder was? Die Behauptung, dass die Presse nicht sachlich über Computerspiele berichtet, ist tatsächlich auch gar nicht so unbegründet. Also was macht man, wenn man keine Beweise hat? Man zählt Attentäter auf, weil die haben ja alle gezockt, ne? Deswegen, da muss es ja so einen Zusammenhang geben, so Kausalität und Korrelation, soweit. Das hängt ja immer zusammen, wenn es dann Zusammenhang gibt, weil dann ist es definitiv, so. Dass Attentäter junge Männer zocken, ist so überraschend wie eine Katze, die wegrennt, wenn du einen Böller auf sie wirfst. Werft keine Böller auf Katzen, weil dann stecke ich euch Böller in den Arsch. Erst einmal, es gibt 34 Millionen Gamer in Deutschland. Also allein in Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Gamer ist, 40%. Und das betrifft alle. Also ein Baby ist so 40% Gamer. Und meistens sind diese Attentäter gebrochene Menschen, ausgestoßen in der Gesellschaft. Und Leute mit so einem Problem, gerade Männer, neigen dazu, dass sie ihren Frust im Videospielen ertrinken. Also auch Alkohol, aber dass sie quasi, sie fliehen in die Videospiele. Ich meine, das machen ja viele und daran ist ja nichts schlimm. Jeder entkommt mal ein bisschen der Realität mit ein paar Runden Minecraft-Hitler. Tatsächlich würde ich sogar eher zu den umgekehrten Schluss kommen. Viele Leute entdecken ja durch Gaming Communities und Freunde und sozialisieren sich und werden dadurch weniger einsam und können dadurch schwerer radikalisiert werden, weil vor allen Dingen einsame Seelen werden radikalisiert. Ausgestoßene Leute, die sich nicht als Teil der Gesellschaft sehen. Und wenn du als Teil von etwas anderem bist, dann bist du ja nicht ausgestoßen. Aber natürlich gibt es vielleicht dann auch Leute, die das ausnutzen. Das ist ja alles so schwarz-weiß, ne? Aber zu sagen, dass Gaming problematisch ist, weil Terroristen gezockt haben, ist absolut retarded. Und abgesehen davon, dass es da keine Korrelation gibt, finde ich diese Berichterstattung sehr problematisch, weil wie man über solche Attentäter berichtet, ist sehr umstritten. Und man soll allgemein diesen Leuten nicht zu viel Aufmerksamkeit geben, weil genau das die Leute wollen und das halt wieder so einen psychologischen Kreislauf hat und es ist sehr komplex. Man soll ihnen nicht die Namen zeigen, nicht die Gesichter zeigen, nicht Aufnahmen von den Attentätern zeigen und viele Sachen, die ihr da zeigt, soll man allgemein nicht zeigen, weil es das nur noch schlimmer macht. Ihr habt da Bildniveau. Das ist echt harter Diss. Obwohl, man könnte auch die Bild damit dissen, dass sie frontal an 20 Niveau haben. Ja, es geht beides in beide Richtungen. Ah. Stell dir vor, ihr seid so scheiße, dass ihr als Beleidigung gilt. Und das Ende ist auch wunderbar. Was kann man selbst tun, wenn man spricht sich gegen Rechtsextremismus aus, wenn man irgendwas davon mitkriegt? Ist halt so, ja, das ist so das Typische, das hat man schon tausendmal gehört. Ist auch nicht falsch, aber was stellt ihr euch vor? Wenn ich zocke, wird nicht die ganze Zeit über Politik geredet und in den wenigen Communities, wo das irgendwie mal vorkommt, passiert das. Genau das passiert die ganze Zeit, dass sich Leute gegen Sachen aussprechen und allgemein sagen, ey, fick deine scheiß Politik-Kommentare. Hört auf, Gaming zu politisieren. Und euer geniales Fazit am Ende ist so dämlich. Hier ist mal mein Fazit zu euch. Ihr stellt wilde Behauptungen in den Raum, beweist sie einen Scheiß, problematisiert 34 Millionen Menschen in Deutschland, gibt Rechtsextremen eine Plattform, gibt Attentätern eine Plattform. Und für diesen ganzen Rotz braucht ihr 15 Leute. Es ist jetzt hier, während wir dieses Video drehen, es ist Freitag, 17.49 Uhr. Die E-Mail kam gestern 17.30 Uhr an. Ich habe nicht mal 24 Stunden gebraucht, um alles zu fact-checken, was ihr da eingebaut habt. Vielleicht solltet ihr mehr Zeit in die Recherche einbringen und vielleicht irgendwie, ja, euren Job machen, anstatt euch extra Mühe zu geben, einen Laptop toll zu belichten, damit ihr ihn schön filmen könnt. Es ist sehr offensichtlich, weshalb da auch Autorin steht. Ihr nehmt eine These, Gaming-Branche davon nicht von Rechtsextremisten und versucht das dann irgendwie zu beweisen. Ihr recherchiert nicht und sammelt Informationen, worauf ihr dann ein Fazit erstellt, sondern das Fazit steht an Anfang und ihr sucht euch Sachen raus, die dieses Fazit stützen. Nur ist dieses Fazit so dämlich, dass ihr nicht mal irgendwas findet. Ich finde es absolut erbärmlich und eine absolute Frechheit, dass so etwas von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert wird. Weil das schadet auch anderen Leuten bei den Öffentlich-Rechtlichen, die einen sehr guten Job machen. Und wir wollen auch mal mit einem positiven Beispiel enden. Leroy von Leroy Will's Wissen macht zum Beispiel einen sehr guten Job, indem er Leute halt zu den unterschiedlichsten Sachen interviewt. Von banalen Dingen wie Bananen. Wie ist es 1,90 Meter groß zu sein? Oder wie ist es 40.000 Euro mit einem Deal zu verdienen? Aber auch, wie ist es Nazi zu sein? Er hat ein Interview mit Philipp Schlaffer geführt, der ein ehemaliger Nazi ist, also er war tief drin und ist halt raus und seitdem klärt er halt Leute darüber auf und das Interview ist wirklich sehr interessant, weil er darüber redet, wie ihn tatsächlich Musik radikalisiert hat. Wie halt Rechtsrock dazu geführt hat und dann halt irgendwelche Leute das ausgenutzt haben, dass er tief in diese Nazi-Szene versunken ist. Weil ich will nicht ausschließen, dass es irgendwelche Leute gibt, die irgendwie in Gaming-Communities versuchen, Leute zu radikalisieren. Aber alles zu problematisieren und Nazis eine Plattform zu geben, ist definitiv nicht der richtige Weg. Deswegen guckt euch dieses Video an. Ich kann es wärmstens empfehlen. Ich meine, es hat aber auch schon über 4 Millionen Klicks. Vielleicht haben es schon ein paar gesehen. Ich finde das wesentlich besser und ich finde es schade, wenn andere Kanäle, die bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, halt darunter leiden, dass ihr so einen Scheiß Job macht. Und wir fragen uns immer noch, was wolltet ihr von uns hören? Patrick, hast du etwa Angst vor Minecraft-Hitler? Seriously, das ist das Beste, was ich je gehört habe. Minecraft-Hitler.